Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Doppel-Unboxing für euch, denn ich habe bei Love Rose Cosmetics zwei Boxen bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das hier ist keine Kooperation, ich habe selber dort bestellt, habe aber so ein Kärtchen mitbekommen, wo auch ein Code mit drauf steht. New Love gibt einen einmaligen Rabatt von 20%. Und ja, da könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, mal vorbeischauen. Ja, ich habe eigentlich nach aktuell neuen Mystery-Boxen, Beauty-Boxen und so gesucht und bin dann auf Love Rose Cosmetics gestoßen. Ich hatte auch schon mal diese Rose, die hatte ich sowohl mal in Adventskalendern drin, als auch tatsächlich einmal von Love Rose Cosmetics zugeschickt bekommen, weil ich irgendwie nicht so ganz damit klargekommen bin, die mir dann gesagt haben, wie ich sie anzuwenden habe. Und das hat super funktioniert. Und ja, dann habe ich jetzt einfach mal gedacht, komm, aus Nostalgiegründen kann ich mal wieder dort bestellen. Die liebe Katrin von Katrins Welt und so hat auch schon mal von Love Rose Cosmetics sich was bestellt und war da auch echt begeistert von. Ich mag ja gerne Rose, ne? Das ist halt einfach meine Welt. Deswegen passt es auch, dass ich mir die beiden Boxen bestellt habe, weil es geht halt wirklich um Rose dort auf der, bei der ganzen Brand. Ich starte mal mit der günstigeren Box. Die hat jetzt gekostet 29,90 Euro und soll auch einen Wert von 89 Euro haben. Die Love Paris Box, die schon mal richtig schön aussieht. Ich frage mich halt auch manchmal, macht es Sinn, sich vielleicht anstelle von einer Beauty Box oder so, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr für bezahlt, auch mal so eine Einzelbox zu bestellen, weil es gibt so viele Möglichkeiten im Internet, ne? Nicht nur, dass ihr zum Beispiel auch bei Dalton die Claudi Bag bestellen könnt, läuft, sondern auch, dass ihr eben solche Mystery-Boxen bekommt von Firmen und gar nicht wisst, was drin ist. Und manchmal ist es so, dass es einfach eine Win-Win-Situation ist. Vielleicht sind hier einfach irgendwelche Produkte drin, die so nicht gut abverkauft bekommen haben. Oder es ist zur Neukundengewinnung, wie auch immer, ne? Man weiß es nicht. Aber es ist eigentlich meistens ein guter Schnack, wenn man sowas mitnimmt, ne? Gibt es bei Beauty Bay zum Beispiel auch immer mal wieder. Und hier habe ich dann einmal den ersten Blick in die Box hinein. Das ist süß gemacht, muss ich wirklich sagen. Hier ist ein bisschen Flyer am Start. Hashtag Magic 5. Das sind die 5 Bestseller wahrscheinlich aufgeführt. Mal gucken, ob die hier auch drin enthalten sind. Das müssen wir mal schauen. 5 Produkte sind das nicht, aber ein Teil der Produkte wahrscheinlich. Love Rose Times. Das ist wie eine Zeitung aufgemacht. Sowas finde ich ja süß. Und da sind die einzelnen Produkte auch gezeigt. Süß. Also das lese ich jetzt nicht alles vor. Nee, weil das ist halt wirklich sehr viel Text, ne? Also ich weiß nicht, ob sich das jeder so durchliest, aber so wird man auf jeden Fall der Marke und man wird näher an die Marke und an die Produkte geführt. Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt, ne? Rosiger Ausblick, meine Haut strahlt, weil meine Seele strahlt, glow your soul, genau. So, dann schauen wir jetzt einfach mal in die Box, die so aussieht. Ich habe hier auch ein ganz großes Produkt am Start, was ich... Oh. Nee, ich dachte, das wäre Glas. Nee, aber hier oben ist es sehr, sehr fest. Das ist ein Glow Tonic Refreshing and Balancing. Step 2 nach der Reinigung dann wahrscheinlich. Riesig. Sieht sehr, sehr gut aus. 200 ml haben wir hier drin. Sehr edel. Aber Love Rose Cosmetics ist auch eine sehr hochpreisige Marke, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, so eine Rose kostet 50 Euro oder noch mehr, wenn man die im Original halt kauft. Ja. Toner kann man gut gebrauchen. Ist eine gute Geschichte. Ich habe keine Ahnung... Ich weiß nicht, ob online auch stand, dass da 3 Produkte drin sind. Hier habe ich das Sleeping Beauty Push and Detox Elixier mit 3 ml drin. Karma. Ich weiß jetzt nicht, wofür das sein soll. Ob das jetzt für, also als Serum quasi ist oder ob das ein Duftöl ist. Das Karma Push and Detox Elixier versetzt deine Gesichtspartie in einen 24-Stunden Schönheitsschlaf. Bereits wenige Tropfen des kostbaren Elixiers genügen, um das Gesicht in Sekundenschnelle zu straffen und zu verjüngen. Das wertvolle Dreifach-Hyaluron sorgt mit seiner Lifting Power für ein perfektioniertes Hautbild und einen Push für das Selbstbewusstsein. Hier Wirkung, ne? Das hochkonzentrierte Elixier entfaltet in der Nacht seine entschlackende Wirkung und befreit die Haut von schädlichen Umwelteinflüssen. Am Tag pusht es die Haut maximal auf und sorgt für einen unvergleichlichen Lifting-Effekt und einen natürlichen Glow. Und das wirkt mit Hyaluron, mit Damaszena-Rosenwasser, Panthenol, dann scheint da auch Vitamin C drin enthalten zu sein. Joa. Muss ich mal ausprobieren. 3 ml ist ja echt süß dann, ne? Okay, und dann habe ich hier, glaube ich, schon das letzte. Genau. Das ist aber auch wieder eine Full Size. Und zwar Love Rose, Rose Wonder Silk Cream. Das ist eine 50 ml Creme.
Das sieht auch sehr, sehr ansprechend aus, ne? Richtig schwerer Glastiegel. Leichter Duft kommt jetzt hier auch durch. Ja, und bei der Creme sind wir dann auch mit einem ziemlichen Kracherpreis am Start. Also eine schöne Box, einfach mal, wenn man was verschenken möchte, ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Oder wenn man Interesse an der Marke hat und es einfach mal kennenlernen möchte. Da ist es gar nicht verkehrt, eine Creme, einen Toner und ein Serum zu haben. Das kann man ja auch so wirklich in der Tagroutine so verwenden, eben exakt so, ne? Also die drei Produkte. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr passende Sache und werde ich persönlich schon ausprobieren. Oder natürlich, es passt, ich weiß nicht, ob das eine Valentinstagsbox ist oder so, aber das kann man halt auch schön hier in einer Beziehung halt verschenken. Das ist ganz gut. Also der Freundin vielleicht oder so ist ganz süß. Also wenn es um Liebe geht oder vielleicht der Mom, ne, dass man da halt auch ein bisschen Liebe schenkt. Dann habe ich hier die etwas hochpreisigere Variante, die aber auch einen höheren Warenwert haben soll. Das ist die Sommerbox, die 35 Euro gekostet hat und einen Warenwert von 105 Euro enthalten soll. Designtechnisch ist die auch wunderschön. Also die finde ich definitiv hübscher. Und dann werfen wir mal einen Blick hinein. Okay, hier haben wir die gleichen Flyer drin enthalten. Das ist einmal hier wieder diese Routinen Geschichte und auch dieser Flyer. Und dann haben wir hier einmal den Blick in die Box. Die ist auch ein bisschen praller gefüllt. Da haben wir 5 Produkte drin. Da starte ich auch mit dem größten. Das ist auch ein ein Cleanser. Ach, wie schön. Ja, passend. Haben die, das ist natürlich. Nein, das können die ja nicht machen, oder? Dass sie dann halt wirklich sehen, okay, da ist eine Bestellung, da hat jemand 2 Boxen bestellt und dann versuchen wir ihr wirklich so viele unterschiedliche Produkte wie möglich zu schicken. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich hier den Glow Cleanser mit drin. Auch wieder 200 Milliliter. Das ist richtig, richtig cool. Würde ich definitiv als Double Cleansing Produkt verwenden, weil das ist auch ein Schaum. Das heißt, erst das Make-up auflösen mit einem hier Balm und dann das hier verwenden, um das runterzunehmen. Das finde ich schön, denn meiner von Dalton nährt sich gerade, nähert sich dem Ende. Dann kann ich das ausprobieren. Dann habe ich hier das Glow Tonic in der kleinen Größe. Einfach mal als Tester dabei. 50 Milliliter. Ja, das passt auch, weil das ist ja auch hier wieder eine Routine, die dann gebaut wird. Denn hier haben wir auch schon wieder den nächsten Schritt, nämlich das Sleeping Beauty Push and Detox Elixier mit 3 Milliliter. Dieses Karma, ne, haben wir dann das Serum am Start nach dem Toner. Dann kommt als nächstes die Creme, die haben wir hier in der kleinen Variante, Rose Wonder Silk Cream. Da sind 15 Milliliter drin. Das heißt, die habe ich dann auch nochmal da. Und dann habe ich hier das letzte Produkt. Oh, das ist aber groß. Oh, 50 plus Pearl Protector with Prebiotics bei D-Laser Heen. Stand da was von drauf? Das ist eine Sun Protection Cream. Das finde ich ja super. Das passt ja auch in den Sommer. Damit ist es halt safe eine Sommerbox, ne? Finde ich klasse. Oh Gott, was ist das denn? Das ist so, das kannst du halt für To-Go auch haben. Also wirklich mit so einem Kettchen dabei. Das ist ja süß. Witzig. Ah, man dreht. Sieht einfach so witzig aus. Okay, so schaut dann der Lichtschutzfaktor aus. Werde ich auch auf jeden Fall in Anwendung nehmen, weil ich das so witzig finde. Das im Badschrank halt hinzustellen, ist dann ein bisschen schwierig, weil du bräuchtest ja theoretisch irgendwas. Kannst halt hinlegen, ne? Nimmt da ein bisschen mehr Platz weg. Aber sowas finde ich halt für unterwegs total großartig. Das ist schon süß. Richtig coole Verpackung. Also so einen coolen Lichtschutzfaktor hatte ich noch nie. Ihr? Ja, und das war dann auch die Box. Wir haben hier aber auch wieder ein volles Sortiment, tatsächlich eine komplette Routine mit einem Cleanser, mit einem Toner, mit einem Serum, mit einer Creme und mit einem Lichtschutzfaktor sogar. Also da würde ich tatsächlich sogar eher zu der Sommerbox tendieren, wenn ich sie empfehlen dürfte. Wenn man sie verschenken möchte, kann man beide Boxen nehmen. Also ich finde sie beide sehr, sehr hübsch auch. Also es sind wirklich schöne Geschenke. Definitiv. Jetzt müssen die Produkte nur was drauf haben, ne? Was ich ganz interessant finde, dass in keiner der Boxen diese Love Rose mit drin war. Also diese Rose, die Maske, ne? Die ja quasi für die Marke, also die quasi das erste Produkt der Marke war. Ich habe übrigens hier auch eine handgeschriebene Botschaft bekommen, ne? Ich denke, dass jeder Neukunde das auch bekommt. Liebe Claudia, vielen Dank für deine erste rosige Bestellung. Hab viel Freude mit den Boxen. XOXO Jasmin, das fand ich schon sehr, sehr außergewöhnlich. Ne? Ja, ihr Lieben, schreibt mir mal gerne, ob ihr die Marke schon mal getestet habt, ob ihr da irgendwie schon mal was von gehört habt, ob ihr vielleicht Bock jetzt drauf habt, die auszuprobieren. Ich setze euch auf jeden Fall die Links in die Infobox und denkt auf jeden Fall dran, hier ist der Code NEWLOVE. Das wäre es gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.